Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei meinem Kanal Schöner Wohnen und Gesund Leben. Heute in dem Video dreht es sich alles um eure Fragen, die ihr mir wirklich zuhauf gestellt habt über die Videos, die ich bisher ins Netz gesetzt habe. Heißt zum Beispiel Zitrone, Dattel, Ingwer und was hatten wir noch? Chili. Es ist Anfang Januar, für mich keine Zeit, jetzt wirklich neue Videos ins Netz zu stellen über Pflanzen. Wenn man kein Gewächshaus hat, macht es keinen Sinn, einfach jetzt etwas anzupflanzen. Ich möchte euch das hier mal ein bisschen verdeutlichen, denn wenn man zu früh anpflanzt, das heißt Samen in die Erde bringt, dann fangen die an zu vergeilen. Was bedeutet überhaupt vergeilen? Vergeilen sieht man sehr schön an der großen hier. Und zwar, die Pflanze schießt einfach heraus. Das bedeutet, wenn das in der Wohnung gezogen wurde, passt nämlich die Temperatur in der Wohnung nicht zusammen mit den wenigen Lichtverhältnissen, die wir im Jänner einfach haben. Und das heißt dann, die vergeilen. Man kann sie aber trotzdem retten. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, nehmt, wenn euch das passiert, einfach die angepflanzte Schale raus in etwas, in eine kältere Umgebung. Und man kann dann nachher, wenn man sie umtopft, dann kann man sie halt einfach tiefer einsetzen und es sollte dann trotzdem noch funktionieren. Das Gute ist, wenn sie dann gewechselt werden in die Kälte, das kann man sehr schön sehen, wenn ich das hier antippe, die werden also sehr schön stark und robust. Hier sieht man auch noch eine ganz kleine, vielleicht der Kameramann kann das ganz gut einfangen. Hier kommt, bricht gerade so eine ganz kleine durch und obwohl sie draußen jetzt zwischen 10 und 15 Grad steht, mehr hat mein Vorraum auf gar keinen Fall, bricht trotzdem die kleine neue durch. Übrigens hier zu sagen, diese kleinen Samen, das sind, und das wird natürlich auch eins meiner nächsten Videos, ist Granatapfel. Okay, das mal dazu und zu dem Thema, warum sollten wir nicht Anfang des Jahres zu sehen, weil einfach die Pflanzen danach vergeilen. Erste Anpflanzung von Pflanzen, wenn man probieren möchte, mit den ersten, zum Beispiel Salate, wäre dann zum Beispiel Mitte März, aber nicht früher. Mitte März. So, jetzt kommen wir mal zur nächsten Auflösung, und zwar, wer meinen Kanal häufig verfolgt, wenn hatte ich das Video zur Dattelpalme gemacht, habe ich gesagt, dass sich zwei unbekannte Pflanzen eingeschlichen haben in dem Töpfchen. Und das ist also in der Tat so. Und neben der tollen Dattelpalme hier hat sich Tatsache eine Zitrone eingeschlichen und hat sich eingeschlichen eine Tomate. Unglaublich. Also irgendwann mal Samen und in der Erde geblieben, ist nicht gekeimt und jetzt muss ich euch dazu sagen, es war keine Keimzeit, weil die gekeimt sind im Dezember. Keine Keimzeit, für beide nicht, aber ihr seht, Mutter Natur hält immer wieder Überraschungen für uns bereit. Es funktioniert eben manchmal doch, wahrscheinlich Zimmertemperatur gut gewesen und deswegen eben das Ganze so aufgegangen. Okay, das dazu noch mal ganz kurz zur Dattelpalme, was ihr gefragt habt. Die Dattelpalme zum Anpflanzen mit dem Dattelkern. Ich habe bereits die dritte, ist wirklich super einfach. Einzigste, auf was ihr achten müsst, die Dattelpalme ist ein Dunkelkeimer. Wenn ihr das an einen dunklen Ort dann halt stellt, lasst es an dem dunklen Ort stehen. Nur schaut immer wieder mal, ob bereits der Kern aufgegangen ist. Er geht nicht zuerst auf mit dem Blatt, sondern er geht natürlich erst zuerst auf mit der Wurzel. Richtig, Kameramann? Du nickst immer so schön? Ja. Mein Kameramann nickt, das heißt, ich habe es richtig gesagt. Okay, dann kommen wir zu euren vielen, vielen Fragen mit meinem letzten Video, wo ich als Gast Akuko TV da hatte mit Michael. Und zwar, wie sehen
die Chili, die eingekürzten, winterfest gemachten Chili-Pflanzen jetzt nach 4 Wochen aus. Also wenn der Kameramann jetzt hier mal ein bisschen näher kommt, dann kann man nämlich sehr schön sehen, ihr seht, es ist toll, immer noch grün, alle beide. Auch hier bei dem Kleinen, alles ist grün. Ich gieße die jetzt nur sehr, sehr verhalten und die stehen bei mir im Vorraum zwischen nicht mehr wie 10, 15 Grad und manchmal sogar weniger wie 10 Grad. Chili, aus meiner Erfahrung, eine ganz robuste Pflanze, die sich ganz einfach gestaltet. Wenn die mal Wasser braucht, lässt sie einfach ihre Blätter hängen, da gibt ihr Wasser drauf und schon ist sie wieder zufrieden. Also meine Erfahrung auch mit Chili in der Anpflanzung, sehr, sehr einfach. Genau so bleiben die jetzt im Vorraum stehen und treiben dann von alleine wieder aus. Ich vermute hier ungefähre Zeit wird sein Ende März, Anfang April und dann fängt die einfach wirklich an, hier erneut rauszuschießen. Okay, das zur Chili-Pflanze. Jetzt kommen wir mal zu einem prekären Thema und zwar das Thema, was ihr immer wieder gefragt habt, Zitrone. Die Zitrone ist gezogen aus einem Kern einer Zitrone und nun wurde mir immer wieder geschrieben, naja, aber die blüht doch gar nicht. Ich habe meinen Zitronenbaum 10, 15 Jahre und keine Blüten dran. Das ist richtig. Es gibt 2 oder sogar 3 Unterschiede. Wenn die Pflanze aus Stecklingen gezogen wurde, können wir davon ausgehen, dass sie anfängt zu blühen. Aber Zitrone hat noch auch etwas ganz Besonderes, nämlich eine Polyembryonie. Das bedeutet, wir haben einen Kern, aber aus einem Kern können mehrere Pflanzen hervorgehen. Das nennt man sogenannte Klone. Diese Klone sind ähnlich der Mutterpflanze. Diese Pflanzen werden vor 10, 15 Jahren blühen und dementsprechend auch Früchte tragen. Nur die, die bestäubt wurden, das sind eben die, wo Tatsache nachher 10 bis 15 Jahre dauern. Obwohl ich hier auch noch dazu sagen muss, bitte nicht vergessen, jegliche Art von Zitrusfrüchte, Orange, Mandarine, Zitrone, Limone, das sind eigentlich alles Pflanzen aus südlichen Gefilden. Das heißt also, wir sprechen hier über Südeuropa, zum Beispiel nenne ich jetzt einfach mal ein Land Griechenland. Und in den Ländern finden wir ganz andere Temperaturen vor wie bei uns oben im Norden. Das heißt also, dort ist die Gegebenheit einer, dass sie Blüten tragen und einer Bereifung der Früchte in schnellerem Maße, sind natürlich ganz anders gegeben. Das also nochmal zu dem Thema Zitrone, was auch in meinen Kommentaren immer wieder hervorging. Die Frage dazu, wir wissen natürlich jetzt nicht, wenn wir einen Zitronenkern aus der Zitrone genommen haben, was ist es nun? Ist es ein Klon der Mutterpflanze oder ist es eben einer aus der Bestäubung? Das wissen wir nicht. Das wird sich einfach später zeigen. Allerdings ist es eben auch so, wenn man eben die Pflanze aufzieht und die Pflanze ist nachher groß, dann kann man eben Stecklinge machen. Stecklinge, was bedeutet Stecklinge? Stecklinge bedeutet eben nicht bloß ein Blatt, sondern doch einen größeren Ast rauszunehmen aus der Pflanze und diese dann neu einzupflanzen. Und dann haben wir sehr wohl das Glück, dass diese Pflanze eben auch Früchte tragen wird. Das heißt also auch Blüten hat und danach eben die Früchte ausbildet. So, das wäre meine Ausführung erstmal zu euren ganz wichtigen und dringenden Fragen, die ihr auf jeden Fall hattet. Ich bedanke mich total für das reichliche Fragen von euch. Bitte, wann immer wieder ihr Fragen habt, einfach fragen. Deutsch, Englisch, völlig okay. Ich werde unterschiedlich auf unterschiedlichen Sprachen beantworten. Bedanke mich natürlich für das Zuschauen dieses
Videos. Würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Mein Kameramann, der bewegt gerade so schön seine Augenbrauen. Also wir sagen den Daumen nach oben. Würde mich freuen über tolle Kommentare von euch unter meinem Video. Betätigt die Glocke, damit ihr nie wieder ein Video von mir verpasst, wenn euch das denn gefallen hat. Und ja, na klar, Kanäle leben von Abonnenten. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen. Sage für den Moment, ich bin erstmal raus. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder von einem meiner neuen Projekte. Und ich sage, Ade, fiel die Tschüssi. Baba!